auf jeden Fall sehr groß. Es waren jetzt turbulente Wochen, jetzt den Trainerwechsel. Seit Montag ist der Klopp bei uns jetzt an der Seitenlinie. Wir haben diese Woche sehr viel trainiert, sehr viel Input gehabt und haben einen klaren Plan gehabt, wie wir ins Spiel gehen wollten. Den haben wir umgesetzt und wurden jetzt am Ende damit dann belohnt mit diesen drei Punkten, die uns enorm gut tun, den ganzen Verein gut tun und darauf können wir jetzt hoffentlich am Mittwoch weiter aufbauen. Ja, es ging einmal um eine defensive Stabilität. Wir haben ja in einer neuen Grundordnung jetzt gespielt. Dann ging es um ein aggressives Gegenballspiel. Es ging aber auch darum, dass wir in der Offensive irgendwie unsere Torchancen erspielen oder die Räume besser nutzen. Da haben wir ja viel Videoanalyse gemacht, gewisse Sachen aufgearbeitet, die wir halt in der Vergangenheit hätten besser umsetzen müssen. Jetzt haben wir das, ja, ich sag mal, ganz gut angefangen. Wir haben jetzt einen guten Weg eingeschlagen und da wollen wir jetzt dranbleiben. Ja, sehr groß. Also erstmal ist es drei Punkte, die enorm wichtig sind. Dann ist es ein Derby-Sieg, wo wir den Fans jetzt ein bisschen was zurückgeben konnten. Und ja, es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt alles von alleine läuft, sondern wir müssen jetzt weiter konzentriert arbeiten, daran anknüpfen. Wir haben noch sehr viel vor uns, damit wir dann irgendwie uns dann eine Top-Mannschaft nennen können. Da müssen wir einfach diese Stabilität erstmal auf den Platz bringen und nicht nur für ein Spiel, das haben wir jetzt auch in Auerbach gehabt, da haben wir wieder verloren, sondern dass wir jetzt einfach mal eine kleine Serie irgendwie starten, eine Kontinuität reinbringen. Und, ja, aber ich bin erstmal guter Dinge und ich glaube, die ganze Mannschaft zieht mit und so kann das